Autonomes Fahren. Im Jahr 2018 ist dieser Traum in greifbare Nähe gerückt. Ein Traum, der schon vor 50 Jahren begann. Hier auf dem Kontidrom in der niedersächsischen Südheide. Am 11. September 1968 präsentiert Continental eine fahrerlose Weltpremiere. Das erste elektronisch gesteuerte Automobil. Sie waren damals mit dabei, die ehemaligen Continental-Ingenieure Herbert Uhlsamer, Hans-Jürgen Meyer und Klaus Weber. Jahre später gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit dem legendären Strich 8. Wie in alten Zeiten. Der Cruising-Chauffeur bietet auch einen spannenden Blick in die Zukunft der Mobilität. Das haben wir uns damals nicht erträumt. Doch zurück zum Anfang. Reifentest, Versuchsreihe R60 K5. Aufgabe, Abrieberprobung. In den 60er Jahren denkt zunächst noch niemand an autonomes Fahren. Continental sucht vielmehr nach einem Weg, seine Reifentests zu verbessern. Die Herausforderung? Ungenauigkeiten menschlicher Fahrer können leicht die Messergebnisse verfälschen. Das Ziel? Den Fahrer überflüssig machen. Das war das Erste, was die Leute zu sehen bekamen. Da fährt ein Auto und es sitzt keiner drin. Ja. Praktisch wie auf Schienen. Die Schienen sind in diesem Fall ein Leitdraht, der in der Mitte der Fahrspur befestigt ist. Unter Strom gesetzt erzeugt er ein Magnetfeld. Messspulen am Auto registrieren, wenn sich das Fahrzeug vom Draht entfernt. Zum Beispiel durch plötzlich auftretenden Seitenwind. Dann bewegt ein Stellmotor das Lenkrad, um das Auto auf der Spur zu halten. Man muss mit dem hinfahren, auf den Draht stellen, dann ist man ausgestiegen, hat vielleicht wieder gewinkt. So, dann kannst du losfahren. Und dann hat er die Bremse gelöst und dann, das war ja Automatik, und dann fuhr er los. Möglich macht das eine leistungsstarke Elektronik im Kofferraum. Da war der Kompressor. Ja, aber hier hört das hier und dann gepasst. Ja, das hat er. Denn die Kiste war ja schon mal so groß hier. Ja. Der Leitstand kann Gas- und Bremspedal, Licht und Hupe steuern. Damals eine der Aufgaben von Hans-Jürgen Meyer. Jeder Junge hat früher eine Märklin-Eisenbahn gehabt, die auch von einem Schaltpult bedient wurde. Und so war das mit dem Auto auch. Für die Gäste, die hier herkamen, da war das natürlich eine tolle Sache. Die staunten und manche juchzen hinten und es wurde fotografiert ohne Ende. Doch nicht alles klappt auf Anhieb. Besonders am Anfang ist von den jungen Ingenieuren noch so einiges an Tüftlergeist gefordert. Ich stelle das Auto auf den Draht und lasse das losfahren und wutsch, fuhr das raus. Das Auto hat nicht mitgespielt. Ja, dann stand ich da rum. Aber im Kofferraum war die Elektronik, eine große Kiste mit laufend Knöpfchen dabei und ein bisschen wissen wir ja auch von der Regelungstechnik, PID-Regler und, mit mehreren Knöpfchen. Und dann bin ich dabei gegangen und habe wirklich empirisch an den Knöpfchen so lange gedreht, bis dieses Auto auf der Kreisbahn fuhr und nicht rausflog. Presse und Fernsehen sind begeistert vom fahrerlosen Geisterauto, wie es häufig genannt wird. Mehr als 400 Medien, darunter auch die Tagesschau, berichten über das bahnbrechende Projekt. Ein halbes Jahrhundert später. Auf Einladung von Continental kommt es zum Treffen der Generationen. Nicht nur alte und neue Fahrzeugtechnik treffen aufeinander, sondern auch das Know-how von damals und heute. Dennis Scholl ist, wie Herbert Uhlsamer vor ihm, Testingenieur bei Continental und hat von Anfang an bei der Entwicklung des Cruising-Chauffeurs mitgewirkt. Das Spannende ist natürlich, wir machen was, das komplett neu ist. Es wurde so in der Automobilbranche noch nie in Serie gebracht. Es sind im Moment alle in dem Rennen, wer kriegt es zuerst hin, wer macht es, wie macht man es. Während das E-Auto von 1968 nur auf der Teststrecke entlang eines Leitdrahts automatisch fahren konnte, ist der Cruising-Chauffeur heute als Versuchsfahrzeug in der Lage, hochautomatisiert zu fahren. Das Fahrzeug steuert auf Autobahnen komplett selbstständig, inklusive Spurwechsel und Überholmanöver. Vor der Serienreife immer vom Testingenieur überwacht. Der Achter damals war schon eine Klasse für sich. Und auch mit der elektronischen Steuerung über den Leitrad war das schon phänomenal.
Aber das, was dieses Fahrzeug jetzt mir gezeigt hat in den letzten Kilometern, das war schon beeindruckend. Das ist schon ein Schritt, den wir uns damals nicht vorstellen konnten. Der Cruising-Chauffeur ist mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe er sein Umfeld wahrnehmen kann. Doch das allein reicht noch nicht, um den Fahrer zu ersetzen. Das Schwierige ist natürlich, ein Mensch lernt. Wir haben alle eine Fahrschule durchlaufen, wir haben auch nach unserer Fahrschule noch lange weitergeübt. Im Prinzip genau den Lernprozess machen wir im Moment mit dem Fahrzeug durch. Das heißt, wir bringen dem Fahrzeug immer mehr bei, wie es sich genau verhalten muss. Und so wird der Cruising-Chauffeur kontinuierlich weiterentwickelt. In naher Zukunft soll er sich auch auf Landstraßen und im Stadtverkehr zurechtfinden können. Ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren. Ich sehe das als Techniker immer als Herausforderung, dass man nicht an dem einen Punkt stehen bleibt, wo man gerade ist. Man versucht ja immer, was zu optimieren. Sonst wären wir irgendwann nicht auf dem Mond gelandet, wenn der Techniker nicht weiterentwickeln würde und Visionen von der Zukunft hätte. Das Treffen der Generationen auf dem Kontidrom. Ein spannender Blick zurück auf die 50-jährige Geschichte des fahrerlosen Fahrens. Und in die Zukunft. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Fahrt.